Du stehst an der Straße, willst zum Bus oder zum Konsum und siehst nur diesen Autos nach. Wie lange noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Geschütze, Panzerwagen, Feldküchen und Mannschaftsfahrzeuge rollen vorbei. Grau und grün und in irgendein Manöver, in irgendeinen Spaß oder Ernst. Wer ist es heute? Unsere oder die anderen? Die Freunde? Die Sieger? Ist es wichtig, wer da vorbeifährt? Und wohin? Und in welchen Frieden? Hinter dem riesigen Lenkrad sitzt ein sehr junger Soldat mit großen Augen und kurzgeschorenen Haaren. Neben ihm ein Offizier, der raucht oder aus dem Wagenfenster lehnt. Dort fährt die Rote Armee vorbei, auf einer deutschen Asphaltstraße, in fremdem Land, wie unsere Väter. Nur friedlicher, wollen wir hoffen. Wenn ihr aufmuckt, kommen die Panzer. Das wollen wir hier nicht sagen. Und nur an der Straße stehen, auf dem Weg zum Konsum und den Kindern zusehen, die rufen und winken.